Fußbummeln war. Es stand gemütlich vor sich hin, das war ihm gar nicht klar. Ich kniff mir meine Nase zu, der Duft war unerträglich. Kennen Sie dieses Stinktier da? Sieht man das hier alltäglich? So frag ich einen, irgendeinen, der mir dort grad begegnet. Er schaut mich an mit großen Augen, macht ein paar Gesten. Oh, es regnet, naja, vielleicht dämpft das Stinken. Ich kann's nicht mehr ertragen. Jetzt möchte ich's aber wirklich wissen, wer kann mir bitte sagen, wer ist dies, stinkt hier und was will es, warum läuft das nur frei? Ich glaube, es fällt nicht einmal auf im City-Einheitsbrei. Schon wieder spritzt es eine Wolke des biestrigen Geruchs. Da atmet einer ganz tief ein. Ich frage den da, ich versuch's. Sie, guter Mann, ich hab gesehen, Sie haben inhaliert. Eine gar fürchterliche Luft hat Sie das irritiert. Nicht im geringsten, schönes Fräulein, ich lade Sie gerne ein. Ich rätsle, was Sie meinen könnten, ist das Kaffee? Ist das Kaffee? Ist das Kaffee dort für Sie frei? Geh einfach weiter, bin's jetzt müde. Ich sehe, das stinkt hier, sehen Sie nicht. Sie riechen's nicht. Sie hören's nicht. Ich sehe für mich hier gar kein Licht. Bleibe stehen, mag nicht mehr shoppen. Das Stinktier geht gerade ins Café. Wo man Stinktieren huldigt, da sage ich bald Ade. Vielleicht hab ich mal selbst gestunken, das kann leicht sein, man ist immun. Und die anderen merken's nicht, weil sie im eigenen Safte ruhen. Geh ich mit mir ins Gericht, welchen Duft versprühe ich? Das sind doch lauter Schisserfragen, heut sag ich an, heut stinke ich. Heut sag ich an, heut stinke ich, heut sag ich an, heut stinke ich.